das Drechsler-Treffen 2011 im Hessenpark. Vier Profi-Drechsler zeigen ihr Können mit allen Tricks und Tipps. Jetzt die Lehr-DVD dazu bestellen. Mit ausführlichen Erklärungen und Nahaufnahmen lernen Sie von den Profis, inklusive Rahmenprogramm. Peter Rommek zeigt mehrachsiges Drechseln. Wenn ich die Achse verlängere, dann muss ich hier irgendwo einen Zapfen haben, gegenüberliegend. Sie sich um und sprechen mich an und sagen, ist das Holz? Das ganze Ding durch zwei Öffnungen von beiden Seiten auszuhöhlen. Der Zapfen, den ich hier habe, an dem ich das halte, der kommt komplett weg. Ich schleife das bisschen unter die Achse mit solchen Stopfen, um diese Zapfen wegzudrehen. Hier kann ich die Phase benutzen. Zu zeigen, wie man eben diese Öffnung reinstaltet. Okay. Sehr schöne, fließende Übergänge. Holger Graf gibt einen ausführlichen Überblick über wichtige Werkzeuge. Hier bei der Röhre zum Beispiel noch ein bisschen, um einfach so einen ziehenden Schnitt nur leicht bekommen. Der Haken, den ich von innen ansetze und nach außen ziehe. Kann ich praktisch bis an die Wandung schön ran. Und dann könnte ich jetzt hier nach vorne rausziehen und hätte so ein zylindrisches Gefäß. Die haben alle einen spandicken Begrenzer. Er nimmt ja pro Umdrehung diesen halben Millimeter. Diese Schneide, die basiert auf einem offenen Haken. Wenn man hier seitlich reinschaut, dann sieht man diese Verwandtschaft zum offenen Haken. Ja, hier habe ich diese Phase, hier ist der Haken offen. Allerdings haben wir hier einen spandicken Begrenzer. Jan Hovens erklärt Gewindedrehen an Schachfiguren. Eine Schachfigur drechseln, und zwar einen Bauer im englischen Stil. Also ich muss so eine Figur aus zwei Teilen drechseln, denn Bein ist hohl. Alles, was man aus Bein macht, muss aus der Wand von der Knochen oder das Bein kommen. Man hat zwei Werkzeuge, einmal für das Außengewinde, einmal für das Innengewinde. Der Strähler, der muss bewegt werden, um eine Spirale zu kratzen, dann zurückziehen, rein, raus. Ein Unterteil 3, ein Mittenteil 4, ein Oberteil 5. Björn Köhler führt traditionelles Figurendrechseln aus dem Erzgebirge vor. Was so das Charakteristische meiner Arbeit ausmacht. Und ich würde heute gerne das Drehen mit dem Meißel zeigen. Vorhin hatte ich ja diese Kehlenform ausgearbeitet, als Grundform erst einmal des Baumes. Und jetzt kann ich genauso die einzelnen Etagen herausarbeiten, so wie ich vorhin die Kehlen gedreht habe. Jetzt die Lehr-DVD bestellen für 22,90 € beim Drechsler Magazin.